Herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Wir sind schon wieder mitten in Swiftron. Beim letzten Mal haben wir aufgehört, indem wir weitere Expansionspläne getroffen haben, die Barbaren ein ganzes Stück zurückgedrängt haben und uns Überlegungen gemacht haben oder Überlegungen angestellt haben, wie wir es denn schaffen könnten, den Sieg zu erringen. Weil wir haben ja auch festgestellt, dass die KI gar nicht so wehrlos ist, wie man das hätte vermuten können. Oder das klingt so hart. Die KI ist nicht schlecht, nur dachten wir hätten einen guten Vorsprung, weil wir auch es müssten die Babylonier sein, spielen. Und die hätten einen immensen Forschungsbonus haben. Wir gehen Richtung Wissenschaftssieg, sollte schon passen. Und dabei ist es gar nicht so unbedingt glasklar, eindeutig, wie man das hätte sich vielleicht wünschen können. Im Hintergrund seht ihr schon, wir haben die nächste Steigekunde. Wir sind immer noch voll in unserer, oder in den Endzügen unserer zweiten Expansionswelle für mehr Öl. Da plane ich gerade ein paar Distrikte zusammen, damit alles gut aufgeht, weil gerade in der Wüste hat man viel Platz und wenn man da die ganzen Nachbarschaftsboni nutzt, auf Stellen, wo ich so oder so nicht wirklich gut irgendwas anderes hinstellen kann, warum nicht, nehmen wir mit. Und eine Sache, die mir da zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, aber wir kommen ja irgendwann an den Punkt, wo wir auch Solarkollektoren haben. Ich glaube, innerhalb dieses Videos müssten wir sogar noch die Windräder freischalten, was sehr, sehr angenehm ist. Aber gerade mit den Solarkollektoren, diesen riesigen Wüstenflächen hier, das scheint mir gut Hand in Hand zu gehen. Ich glaube, die bringen sogar noch ein bisschen Gold und ein bisschen Produktion. Und gerade an der Produktion, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, läuft soweit. Und ich glaube, so langsam müssten wir dann auch, weil wir so viel Öl angeschlossen haben, aus dieser Energieversorgungskrise rauskommen, wenn man das so nennen möchte. Und weiter in Richtung, wir können uns selbst voll versorgen und haben sogar noch so viel Öl übrig und vielleicht sogar ein bisschen Kohle für ein Eisenbahnschienen. Auf alle Fälle so viel Öl übrig, dass wir, wenn einem das Wort entfällt, nun gut, dass wir die ganzen Einheiten bauen können, wie zum Beispiel Panzer, dann später Kampfpanzer, Infanterie, mechanisierte Infanterie und so weiter. Und ich glaube, wenn wir mal aufs Geld schauen, wir machen jetzt noch ungefähr 140 plus, müssen 139 darstellen, wenn ich das richtig erkenne. Das sollte jetzt demnächst auch immer ein Stück mehr werden und auch die Kosten, die wir bisher hatten, sollten sich ausgleichen. Weil im Prinzip so langsam die Wirtschaft richtig anfängt, da hätte ich gerne schon vor zwei Zeitaltern gestanden an diesem Stand jetzt. Aber gut, da habe ich mich etwas, nennen wir es, ablenken lassen von diversen Kriegen. Dumm gelaufen. Vielleicht, keine Frage, ich bin auch, zumindest mein Eindruck, auf alle Fälle schlechter geworden im Sith-Spielen. Im Sinne von, früher haben wir immer auf Gottheit gespielt, das ging schon irgendwie klar, außer bei solchen unglaublich guten Zivilisationen, zumindest mal früher, so wie bei Kanada dergleichen. Da hatte ich dann schon ziemliche Probleme. Aber lief schon immer irgendwie. Und mittlerweile muss ich aber sagen, dadurch, dass ich ein ganzes Stück weniger gespielt habe, ich hatte ja ein halbes Jahr komplett raus, weil meine Arbeitsstelle, Umzug und allem drum und dran, und all solchen Dingen lief es etwas schwieriger. Und ich würde behaupten, ich bin einfach ein Stück raus, aber ich bin so langsam immer wieder rein. Das nächste wird dann auch auf alle Fälle wieder auf Gottheit sein. Das nächste Spiel, das wir anlegen, wird schon irgendwie werden. Und wenn nicht, wird es auf alle Fälle interessant. Gut, gibt es sonst noch irgendwas gerade zu sagen, außer wieder Einheiten rumziehen? Ich glaube nicht. Wo wir uns noch Gedanken drüber machen müssten, wären die Barbaren, die hier überall noch rumfleuchten. Die da kriegen wir locker platt, das sind nämlich nur Speerkämpfer. Bei den anderen könnte es etwas schwieriger werden. An der Stelle hat halt noch niemand wirklich was gemacht. Natürlich haben immer mal wieder vermutlich die Georgier und die Skythen versucht, da ein paar Barbaren wegzumachen, wenn die bei denen angekommen sind. Aber haben es halt nie komplett bis zum Ende durchgezogen, dass das Barbarenlauf da weggeht. Und dementsprechend, ich vermute, dass es da seit der Antike oder seit der Klassik auf alle Fälle das Barbarendorf. Ist das wohl so. Und die spawnen jetzt mit dem Speerkämpfer daraus Infanterieeinheiten. Das ist ja was. Apropos Infanterieeinheiten. Es ist auch gut, dass wir jetzt aufrüsten. Ihr habt da oben schon gesehen, das war, glaube ich, ein Kürassier, mit dem wir da gerade rumgezogen sind. Der
hat kaum eine Chance gegen Infanterie. Da müsste man definitiv mal aufrüsten auf Panzer und allem drum und dran. Dafür müssten wir erstmal das ganze Öl haben, beziehungsweise auch das Geld, um die ganzen Welt abzugraden. Und wir wissen, dass wir relativ gut in der Forschung dastehen. Wir haben die meisten Technologien, auch wenn die anderen mittlerweile schon die Raumfahrtbezirke haben. Wir bauen übrigens auch an einem. Und nichtsdestotrotz, ich finde das sehr interessant, wie es dann vielleicht ausgehen könnte, weil wenn die Barbaren jetzt Infanterie haben. Die Skythen und die Inder sind ziemlich weit und die haben auch große Grenzen, aber zum Beispiel die Perser, da bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht so weit sind. Die werden richtig Spaß haben mit den Leuten. Oder auch die Phönizier, die Araber, gerade bei den Arabern, die hängen so dermaßen weit zurück. Ich glaube, wenn da ein, zwei barbarische Infanterieeinheiten kommen, dann war es das ganz schnell. Dann verlieren die, wenn es doof läuft, Städte. Und dann wird es, glaube ich, sehr interessant. Ihr seht auch schon, wie hieß es Akkad? Der Stadtstaat? Ja, ich glaube, der Stadtstaat hieß Akkad. Wird da angegriffen, gerade von den Phöniziern. Die machen meinen Stadtstaat kaputt, die netten Leute. Hab schon überlegt, dagegen irgendwas zu unternehmen, aber faktisch. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Denn es gibt auch noch eine Option B. Sagen wir mal, die Phönizier nehmen das wirklich ein. Dann haben sie eine Stadt genau mittig zwischen meinen Städten und auch noch direkt neben der Hauptstadt. Die Chance, dass die die Stadt behalten, die nicht sofort unabhängig wird und zu uns überläuft, würde ich als eher gering einschätzen. Und von daher, selbst auch wenn ich es ein bisschen schade finde, ist es aber nur ein Militärstadtstaat und ein Stadtstaat, wo der Suzerainbonus jetzt nicht so überwältigend ist. Ich bin da so oder so nicht Suzerain, fällt mir gerade ein. Dass wenn die Stadt einnehmen, sage ich, was soll's. Und ja, dann ist das eben so. Und wir kriegen dann irgendwann die Stadt mehr oder weniger geschenkt. Ist ja auch eine schöne Sache, würde ich sagen. Und auf meinem schlauen Zettel steht noch ein größeres Ereignis, was jetzt eigentlich vielleicht kommen müsste. Aber vielleicht vertue ich mich da auch gerade in der Zeit. Da war das eben schon. Vielleicht habe ich es nur wieder verpasst. Ich erzähle es euch einfach gleich. Erstens, ihr seht da gerade, wie schön, dass ich da gerade einen Moment länger war. Der Raumhafenbezirk ist gleich fertig, was sehr hilfreich sein dürfte. Auch wenn ich dann erstmal noch andere Dinge machen würde, im Sinne von zum Beispiel das Sendezentrum bauen für mehr Kultur, weil ich da gerade noch ein paar Geländefelder brauche und das Geld ist noch nicht so locker sitzt, dass ich die einfach kaufen würde. Und zum anderen, ich bin halt noch immer am Aufrüsten, würde dann auch noch nicht allzu viel Kram nebenbei machen. Und da erstmal noch andere Sachen machen. Im Sinne von vielleicht auch noch als ein oder andere Stadtprojekt, was nicht gerade der Satellitenstaat ist. Wobei der Satellitenstaat natürlich auch sehr helfen würde. Aber das ist dann, glaube ich, eine Sache, die wir im Atomzeitalter angehen. Wir wiegen die KI erstmal in Sicherheit. Mehr oder weniger. Und dann hauen wir alles mit einem Schlag durch. Wird schon irgendwie schief gehen. Auf alle Fälle das große Ereignis ist, und ich glaube, das haben die Phönizier auch nur gemacht, um irgendwie gegen Akkad zu kämpfen. Denn die sind, glaube ich, sind die Osmanen so zu reden, wenn ich mich da recht erinnere. Haben sie im Prinzip mit den Ägyptern einen Krieg angefangen gegen die Osmanen. Rein von der militärischen Stärke her hätte ich gesagt, die Osmanen sind ein Stück stärker, aber Phönizien und Ägypten zusammen, weiß ich nicht, was dabei rauskommen soll. Das Problem ist halt, Ägypten wird nicht allzu viel machen, da die Osmanen auf ihrer Halbinsel da rumsitzen und gar nicht so viel machen müssen. Aber es wird vielleicht ausreichen genug, um zu nerven. Und dann können die Phönizier da vielleicht ein bisschen angreifen. Aber die Phönizier haben das auch sehr schlecht getimt. Sie konnten ja nichts dafür. Es kam ein, zwei Runden, nachdem sie den Krieg erklärt haben, direkt ein kolossaler Vulkanausbruch. Und dann standen sie da, zwei ihrer Städte bereits angekratzt, viele Felder zerstört und ja, waren gerade frisch im Krieg, genau an der Grenze zu den Osmanen. Doof gelaufen, nehme ich an. Aber wird sich herausstellen, was dann dabei rumkommt. Vielleicht schaffen es ja die Phönizier auch, die Osmanen noch ein bisschen kleiner zu machen. Wenn die ein Stück kleiner werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Makedonier sich nochmal ein Stück wegnehmen. Und sobald irgendwann mal die Hauptstadt der Osmanen fallen sollte, vielleicht in Richtung Makedonien, dann kommen die Makedonier endlich aufs Festland
Und dann wird es deutlich mehr Kriege geben. Da bin ich mir sehr, relativ sicher. Die Makedonier sind nämlich sehr, sehr ruhig im Vergleich zu dem, wie sie sonst spielen. Das liegt nur daran, dass sie am Anfang eins auf den Deckel bekommen haben von den Osmanen. Die haben versucht anzugreifen. Kein konzentrierter Angriff, sondern nach und nach. An dem Chokepoint bei Istanbul, da kommen sie einfach nicht dran vorbei. Da können sie machen, was sie wollen. Da muss ein konzentrierter Schlag hin. Und dann hat man eine Chance. Aber selbst dann ist es sehr schwer. Aber so wie sie es gemacht haben, keine Chance. Haben sie halt richtig jetzt auf den Deckel bekommen. Nachdem die Einheiten aufgebraucht waren, da hat der Osmaner zurückgeschlagen. Doof gelaufen, würde ich sagen. Die ich wundere, dass die Makedonier nicht zwischendurch draufgegangen sind, um ehrlich zu sein. Aber sie haben sich gefangen. Mal schauen, was dabei rumkommt. Und ihr seht auch schon, die Barbaren machen uns Probleme. Aber so ist das dann wohl. Mit dem Stahl, den wir gerade erforschen, kriegen wir dann auch einen Stadtschlag, ohne dass ich da die Stadtmauer bauen muss. Was sehr angenehm ist. Dann brauche ich keine Industrieproduktion opfern, kann trotzdem gegen die Barbaren was machen, wenn sie überhaupt in Richtung der Städte kommen. Das bietet mir ein weiteres bisschen an Schutz. Was mich sehr freut. Und ich glaube, die neuen Städte wachsen auch viel schneller. Zum einen, weil wir durch den Weltkongress. War das der nächste? Nur aufgeschrieben, Weltkongress. Ich weiß es nicht, ob es der nächste war oder der gerade aktuelle. Es könnte der nächste gewesen sein, den wir dann gleich sehen werden. Da gibt es ein Projekt, was Gebäude im Stadtzentrum schneller zu bauen macht. Was sehr, sehr angenehm ist, weil wir gerade so viele Städte gegründet haben. Und das sollte uns sehr helfen. Im Hintergrund hat man eben auch gesehen, dass der Osmane fleißig Wunder baut, genauso wie der Inder. Was ein bisschen schwierig ist, vom Kultursieg her für uns. Aber sehr interessant, da gibt es jetzt zum Beispiel eine Brücke, die Golden Gate Bridge, die noch vor Istanbul ist. Das hätte ich ja so nicht gesetzt, aber ich nehme an, dass die Makedonier auch über diese Brücke dann laufen könnten. Und das macht die Osmanen deutlich stärker angreifbar. Andererseits, wer weiß, wie weit die sind. Vielleicht haben die auch schon Flugzeuge und was weiß ich nicht alles. Da verhandeln wir denen sogar noch mal ein bisschen Salpeter. Ich glaube, die haben nämlich noch die Linieninfanteristen. Was ich auch sehr interessant finde, während wir hier alles umrüsten auf Panzer noch nicht, aber erstmal auf die Infanterie. Infanterie achte ich erstmal als wichtiger. Da die Ritter auch so relativ gut klarkommen im Vergleich, weil sie einfach eine höhere Fortbewegung haben, habe ich den Eindruck. Die Fortbewegung macht Sinn halt. Und auch wenn man kompetitiv spielen würde, zum Beispiel gegen andere Spieler und dergleichen, es läuft halt immer darauf hinaus, dass man in der Regel auf Panzer sich dann trimmt, weil die einfach eine höhere Fortbewegung haben. Dementsprechend Nahkampf wird ein bisschen unterrepräsentiert sein, die Kavallerieabwehr ist oder so schon unterrepräsentiert, wobei ich die gar nicht so schlecht finde, weil die keine Ressourcen benötigen. Wenn du nämlich kein Öl hast, bist du richtig aufgeschmissen und kannst nur noch auf die Panzerabwehr gehen. Und gerade gegen Nahkampf bist du dann sehr verwendbar. Ja, ich glaube, so müsste das stimmen. Leichte Kavallerie bräuchte nur noch Pferde das letzte Mal mit der Kavallerie selber. Und danach kommt, glaube ich, der Helikopter, wo sie Aluminium brauchen. Immerhin noch eine zweite Einheit, aber potenziell, wenn es doof läuft, werden wir nur, wenn ich gerade nichts vergesse, die Kavallerie-Abwehreinheiten. Mittlerweile können wir auch wieder deutlich besser Eisenbahnschienen bauen. Zum einen habe ich mir noch mal ein bisschen Kohle erhandelt für viel Geld. Und zum anderen habe ich, glaube ich, die Hauptstadt, oder das müsste jetzt noch kommen, müsste gleich kommen sogar, die Hauptstadt umgerüstet auf ein Ölkraftwerk, was sehr hilfreich ist. Und da ist auch unser Raumfahrtbezirk fertig. Sehr angenehm. Aber wir nutzen ihn noch nicht. Das wird gleich kommen. Und ich glaube, so langsam müssten wir auch eine neue Regierungsform dann erforschen. Dann würde ich nämlich, das wird wieder der Faschismus sein, aus dem ganz einfachen Grund, ich mache das super gerne, dass man erst Faschismus wird, so hart das klingt, dann sich im Prinzip das Gebäude baut, um die Vermächtniskarte zu bekommen, weil ich die sehr, sehr stark finde. Du kriegst Kampfstärke auf alle Einheiten, wirklich auf alle, und reduzierte Kriegsmüdigkeit, wenn ich mich da nicht täusche, oder was nur die Kampfstärke. Selbst wenn es nur die Kampfstärke ist, nehme ich mit. Ungesehen nehme ich sofort mit. Das sind, glaube ich, 5 extra Punkte, das macht eine Menge aus. Und das auf alle Einheiten, ohne dass du irgendwas machst, außer diese Karte reintun, coole Sache.
Und deshalb immer Faschismus als erstes und dann irgendwie, entweder, vielleicht möchte ich auch weiterhin Kriege führen und bleibe ich beim Faschismus, aber potenziell suche ich mir dann einfach irgendwas anderes aus, nachdem ich die Vermächtniskarte habe und spiele dann ganz normal weiter. Was auch sehr gut läuft, sind unsere Spione. Also in letzter Zeit, am Anfang gab es noch ein paar Startschwierigkeiten, auch weil die KI sich noch nicht so weit ausgebaut hat oder weil wir noch nicht so viel von den Indern entdeckt hatten. Bei den Indern können wir gut ausspionieren bzw. unsere Spione hochleveln, ohne dass da allzu viel schief geht. Hatte ich, glaube ich, einfach Glück. Und die anderen haben jetzt langsam nachgezogen mit Distrikten, die, wo man leichte Spionageoperationen durchführen kann, die aber trotzdem halt Erfahrungspunkte geben. Was sehr angenehm ist. Und dementsprechend können wir so langsam unsere Spione hochleveln, werden dann den einen oder anderen hier ausspionieren, bisschen Gold abnehmen. Da kommt auch vieles von meinem Gold her, möchte ich behaupten. Da kommt sehr, sehr viel von meinem Gold her. Weil ich im Prinzip die Spione einfach nur aufleveln wollte, weil das eines der einfachsten Projekte ist, die man mit denen machen kann und geben halt genauso viele Erfahrungspunkte auch wie bei den schweren Aufgaben. Mit Borsippa, da weiß ich auch noch nicht, was ich mache. Die Stadt ist noch zu klein, um weitere Distrikte zu bauen und können dementsprechend nur Einheiten raushauen. Da steht jetzt dummerweise aber eine Kaserne. Und mittlerweile habe ich auch gelernt, ich habe da früher immer gerätselt, da wusste ich nie genau, wie das läuft und dachte, das wäre bei der Kaserne mit drin, das war aber falsch beobachtet. Dieser Erfahrungsbonus, den man durch das Gebäude bekommt, gehört nicht für Belagerungseinheiten bei der Kaserne, sondern bei der Stallung, wie auch immer das zusammenhängt. Das heißt, die haben die schwere Kavallerie und die Belagerungseinheiten, wo die den Kampfbonus, den Erfahrungsbonus bekommen. Das hätte ich irgendwie andersrum vermutet. Aber okay, das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Kam auch jetzt durch das Update die richtige Beschriftung mit rein. Und worauf wollte ich damit eigentlich hinaus? Das habe ich erzählt und habe den Faden verloren. Doof gelaufen. Fällt niemandem auf. Wird sich vermutlich keiner anschauen. Dementsprechend bin ich da auf der sicheren Seite und habe trotzdem meinen Spaß dran. Auch die Kulturallianzen, zum Beispiel mit Nubien und dergleichen, habe ich immer abgelehnt. Auch wo der Inder noch angefragt hat, ob ich nicht wieder sein Freund sein möchte, habe ich direkt auf komplett ausgestellt. Das finde ich eine super Option, dass man denen sagen kann, absolut keinen Bock. Wenn es sowas noch für den Handel gäbe, sowas wie, ich nehme sämtliche Handelswege, die irgendwie Öl von mir haben wollen oder gleich nicht an, oder blockiere die direkt, das wäre sehr, sehr angenehm, finde ich. Aber das geht leider nicht. Aber irgendwann wird das möglich sein, hoffe ich. Obwohl, nee, die Entwicklung dürfte jetzt eingestellt sein nach dem Frontier Pass. Ich hätte mir gewünscht, dass es sowas noch gibt, dass man einstellen kann, das und das nehme ich auf keinen Fall an und dann geben sie mir nicht alle 30 Runden auf die Nerven. Weil früher war das echt furchtbar. Also mittlerweile ist es immer noch nicht ideal, aber es ist schon besser geworden auf alle Fälle. Ich würde es sogar schon fast als gut betiteln, so wie es im Moment ist. Und es fehlt halt noch ein bisschen was nach oben, finde ich, so Komfortfunktionen wie so solche Handels. Vorschläge nehme ich auf gar keinen Fall, nehme sie direkt wegklicken. Andererseits müsste es für sowas vielleicht einen Mod geben. Wobei das relativ schwierig zu umzusetzen sein dürfte. Müsste man sich mal genauer anschauen. Darüber habe ich bisher noch nicht nachgedacht, ob es da nicht vielleicht einen Mod für gäbe. Was hier auch noch eine größere Rolle mittlerweile spielt. Die Inder haben scheinbar wieder viele Einheiten produziert, was Religion angeht. Was es ein bisschen schwieriger für uns macht. Weil ich glaube, manchmal die kommen in Wellen. Die schicken eine Welle los. Das dauert halt eine ganze Weile, ehe die bei den Persern sind. Die Welle mache ich irgendwann platt und bekehre die Städte wieder. Dann schicken die nächste Welle los und so weiter. Ich glaube, das muss ich ein bisschen besser timen. Und deswegen seht ihr auch, dass ich hier immer mit den Aposteln unterwegs bin. Aposteln haben mittlerweile glücklicherweise recht viele, weswegen ich mir auch das Ding sparen kann, den Glauben. Und da seht ihr schon das nächste auch. Da habe ich es noch nicht gerafft, okay. Aber ihr seht da, wir waren im großen Persönlichkeitsbildschirm. Da ist eine große Persönlichkeit, die uns dem Sieg nicht schenken wird, aber deutlich verbessern wird, denke ich. Und da war schon wieder das Phänomen, wenn du mit dem Siedler hinziehst, dann müsste noch eine Fortbewegung übrig sein. Durch den Kontrollzone des Barbaren
sehe ich ein, dass ich da nicht weiterziehen kann, weil trotzdem muss ich ja den einen Fortbewegungspunkt eigentlich noch haben. Und diesen einen Fortbewegungspunkt habe ich nicht bekommen. Was dazu führt, dass ich schon wieder die Stadt nicht gründen könnte, obwohl noch ein Fortbewegungspunkt hätte übrig sein müssen. Ich glaube, das ist ein Bug, das kann nicht gewollt so sein. Das spricht gegen die Spielregeln. Aber okay, jetzt haben wir die Stadt gegründet. Und das eigentliche, was ich ihm erzählen wollte, bevor ich da unterbrochen wurde vom eigentlichen Spielgeschehen, da gibt es den großen Forscher. Der Heurikas gewährt und nicht 1, 2, 3, wie man das kennt, sondern alle aus dem Informationszeitalter. Alle. Und da sind relativ viele drin, die du nur über solche Wissenschaftler bekommst und auch über Dings nur bekommst. Wie heißt das? Oder über Spionage. Und wenn wir den kriegen würden, deswegen spare ich da auch viel Glauben an und mache auch Stadtprojekte, die im Prinzip da drauf gehen, beziehungsweise werde ich gleich machen, weil ich es dann irgendwann gerafft habe. Wenn wir den kriegen können, kriegen wir nicht nur die Heurika durch den, sondern wir kriegen ja im Prinzip gleich die Technologien, weil wir ja Babylon spielen. Sobald wir das Heurika haben, kriegen wir die Technologie direkt geschenkt. Und das wäre ein enormer Bonus. Das heißt, ich könnte jetzt schnell den Raketenstart durchziehen, ich kriege die Mondlandung auf alle Fälle hin. Und dann wäre es im Prinzip nur noch ein bisschen durchforschen, was wir ohne Probleme hinkriegen sollten, was die Zukunft angeht. Und dann haben wir gewonnen. Das wäre im Prinzip so der Plan. Das heißt, wenn wir den kriegen, können wir nächstes Zeitalter, denke ich, auf alle Fälle gewinnen. Wenn ich mich da nicht allzu doof anstelle, wenn ich mich ein bisschen beeile. Und wenn nicht, wird es danach auch nicht mehr sehr lange dauern. Aber dafür hängt es halt ab, dass wir die Wissenschaftler bekommen. Ich muss nochmal genau nachschauen, wie der genau heißt. Und ja, da haben wir sogar die erste Technologie aus der Zukunft bekommen, die Kybernetik, durch eine Spionageaktion. An dieser Stelle muss ich mal kurz schneiden, wir sehen uns gleich wieder. Aber weiter geht's. Entschuldigt die Unterbrechung, aber wenn ich alles richtig gemacht habe, sollte ja kaum Unterschied merken. Außer, dass am Ende ein Stück da wegen dem Hin- und Herschalten, da müssten dann ungefähr 10 Sekunden ohne nachkommentiert sein, aber ich glaube, die 10 Sekunden sind vollkommen in Ordnung. Aber ich fürchte, so ist das, wenn man ein wenig kränkelt. Es ist mittlerweile, es ist schon nach 6. Hab sehr schlecht geschlafen, ich kränke ein wenig. Ich sitze hier voll eingepackt in meinem Zimmerchen. Und dachte mir, bevor du da weiter dich im Bett hin und her willst, machst du halt was Sinnvolles. Und da der Arzt auch noch nicht offen hat, dachte ich, mal was nachkommentieren. Ich muss sagen, das ist keine schlechte Abwechslung. Das ist zumindest deutlich angenehmer als andere Optionen. Ich habe nämlich zum Beispiel auch versucht, da kommt es zum Beispiel auch mit dem Stadtprojekt, was wir da hatten. Und wieder erwarten, wir kriegen bei den Osmanen keine Punkte abgezogen, weil ständig irgendwer da noch mehr diplomatische Gunst reinschickt. Und dann sich noch weitere Diplo-Punkte holen. Die Osmanen sind nämlich sehr stark auf den Diplo-Sieg fokussiert, habe ich den Eindruck. Die haben jetzt schon 12 von den 20 Punkten, haben durch diesen Weltkongress, glaube ich, nochmal 2 dazu gewonnen. Dann sind sie jetzt bei 14 von 20. Wenn wir da nicht aufpassen und schnell unsere eigene Sieger vorantreiben, könnte es sein, dass die Osmanen durch den Diplo-Sieg gewinnen, was ein bisschen schwierig ist. Und mittlerweile habe ich auch gerafft, das habt ihr da eben gesehen, mit der großen Persönlichkeit. Ich muss mir nochmal den Namen genau anschauen, ich finde ihn relativ schwierig für meine Verhältnisse, aber das kann auch sein, dass er dann mal sieht, dass ich nicht aus diesem Kulturkreis stamme und dann mir einfach deshalb schwierige Namen merken kann. Ich finde es zum Beispiel einfacher, sich den Namen Müller zu merken als Giuseppe. Da setzen sie jemanden kennenlernen mit dem Namen Giuseppe. Also Josef oder dergleichen kenne ich ja, aber Giuseppe? Das war mir neu. Egal. Da heißt es wieder ein paar Gebäude einstellen, noch ein paar Einheiten rumziehen, läuft soweit alles. Worauf wir denken müssen, ich habe versucht, Fernsehen zu schauen. Und bin nicht begeistert, dass da das ist gut, dass ich kein Fernseher habe. Aber der Fernsehanschluss ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber dass ich ein paar Jahre jetzt kennen kann, das ist halt gar nicht so schlecht. Nur ich habe definitiv nichts verpasst, so wie es ausschaut. Wir haben keine Programmtechnik aus der Zukunft, die Kybernetik. Ich wollte sagen, wir haben nur eine aus der Informationszeitalter. Abdus Salem oder sowas heißt er.
werde ich mir noch irgendwann merken können. Und gerade mit den Babyloniern, wenn wir gewinnen, dann hat der einen großen Anteil dran, glaube ich. Oder wir in nächster Zeit der gewinnen. Und wir haben sogar Tesla bekommen, wie man gerade sehen konnte. Der bietet, glaube ich, nochmal plus 2 oder plus 3 an Produktion für ein Industriegebiet, alle beziehungsweise für die Gebäude in dem Industriegebiet. Und die Boni von der Fabrik und dem Kraftwerk reichen 3 Felder weiter. Und das ist gerade bei unserer Hauptstadt sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, das gilt dann auch für alle. Normalerweise gilt das hier nur einmal, aber mit dem Herrn von Tesla gilt das dann für alle im Umkreis, dass man da die Boni weitergeben kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Finde ich ziemlich gut. Sicher einer der besten, aber mehr Produktionspunkte sind immer gut. Direkt danach kam auch einer, wo wir noch hätten Wunder mit beschleunigen können, wobei ich jetzt nicht mehr so unglaublich viele Wunder bauen werde, glaube ich. Die ich gebaut habe, waren schon so gar nicht geplant, der Portaler Palast und das Ruhrgebiet. Aber wenn es sich anbietet, nimmt man es mit. Und da ist auch das Barbarendorf mitten in unseren Feldern entstanden. Das fand ich. Es sind sogar nicht 3, sondern nur 2 Felder, die, wenn da keine Einheiten rumstehen, wo noch Kriegsnähe drüber ist. Und genau da entstehen die Barbaren. Das finde ich ein totales Unding. Aber okay, so funktioniert das Spiel mechanisch, auch wenn es meiner Ansicht nach gerade in solchen Fällen ein bisschen schwachsinnig ist. Aber was soll's. So ist das dann wohl. Müssen wir mit leben. Und die Barbaren kriegen wir da auch weg. Ich habe ja immer noch ein paar Einheiten da stehen, auch wegen potenziellen Kriegen, weil das halt die Grenzen sind, wo direkt irgendwelche Nachbarn dran sind. Und von daher wird schon werden, auch wenn es sehr nervig ist. Die komplette Hauptstadt, Eshuna, und dann haben wir jetzt auch noch umgestellt einen der neuen Städte oder relativ neuen Städte. Noch aus der ersten Kolonisierungswelle, keine Frage, aber das müsste, glaube ich, die letzte Stadt gewesen sein, die wir da gegründet haben. Wie heißt er denn? Ich komme gerade nicht auf den Namen, ist ja auch egal. Auf alle Fälle da jetzt nur noch Forschungsprojekte, damit wir mehr große Persönlichkeitspunkte generieren für den Forscher. Und ich hoffe, damit geht das gut auf. Wir werden noch vielleicht wieder Barbaren wegmachen und den einen, die eine Kavallerieabwehr, mittlerweile eine Panzerabwehreinheit, haben wir glücklicherweise irgendwie überleben lassen durch den taktischen Rückzug. Und wir müssen jetzt aber nochmal gehen, weil da viele Barbaren sind. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Barbarendörfer da unten wegmachen. Da auf der einen Seite, ja, wenn es anbietet, irgendwie schon. Auf der anderen Seite, ich würde vielleicht nur die Einheiten immer mal wieder wegmachen. Also da 2, 3 Einheiten stehen lassen, immer weil wir die Barbaren wegmachen. Aber das Dorf selber stehen lassen. Aus dem einfachen Grund, da können die nirgendwo anders spawnen. Nicht direkt neben mir, sondern wenn es da auf der arabischen Halbinsel irgendwo ist, vielleicht finden sie auch die Araber noch. Oder ich glaube, die Phönizier haben da mittlerweile auch noch eine Stadt gegründet haben. Soll das Rote Meer sein? Oder vielleicht finden sie die Perser. Die Chancen sind 1 zu 3, würde ich sagen. Würde ich schätzen, dass sie irgendjemand anders finden. Nicht direkt uns. Und da haben wir gerade noch einen weiteren Siedler bekommen. Und deswegen überlege ich hier auch schon, wo ich die nächsten Städte konnte. Weil einen weiteren Siedler einfach so geschenkt bekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, finde ich. Jetzt ist aber noch die Frage, wo stellen wir denn hin? Wir können weiter Richtung Persien gehen, was ich jetzt nicht so klar erachte. Es sei denn, wir können es gut verteidigen. Auf der anderen Seite sind auch noch viele Luxusressourcen drin. Warum nicht mitnehmen? Mit dem Aquädukt kriegen wir auch in der Wüste irgendwie so ein Berges Süßwasser ran. Und daher könnten wir da eine Stadt. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir den anderen Siedlerkampf auch noch. Und ich glaube, so langsam müsste man da auch Richtung Folgenende gehen. Beziehungsweise auch Richtung Zeitalter, ne? Zeit einmal 2 Folgen, passt auch. Das neue System mit dem, ich hole euch dazu, wenn irgendwas Interessantes passiert, würde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren. Denn bisher, glaube ich, sollte es so laufen. Was das Nachkommentieren angeht, wobei ich das auch nicht ideal habe. Aber da probiert man halt viele Sachen aus. Hab im Prinzip mit Streamen angefangen und nicht mit YouTube, von daher passt das schon. So, und da haben wir auch den nächsten Siedler. Von daher überlegen wir uns gleich mal den nächsten Gründungsort für unsere nächste Stadt. Und dann habe ich mich wieder für Skythen entschlossen.
Das heißt, unser Reich wird jetzt immer weiter in Richtung Skythen gehen. Damit dürften wir auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Inder auf alle Fälle noch größer sind, aber wenn die, unsere Städte sich dann ausdehnen, dann müssten wir das größte Reich haben. Und auch die Ost-West-Ausdehnung ist die größte. Nord-Süd nicht, aber trotzdem möchte ich behaupten, wir müssten rein von der Fläche her dann, wenn unsere Städte sich ausdehnen, größer sein. Von den Einwohnern her glaube ich fast nicht, weil die da einfach viel mehr fruchtbares Land haben als wir. Dagegen kann man nicht anstinken, keine Chance. Und ja, sollte passen. So, da haben wir auch schon den Zeitalterwechsel erreicht. Hab dann noch ein, zwei Runden weitergespielt. Einfach nur aus dem Grund, dass noch so ein paar Kleinigkeiten jetzt anfallen, die abzusehen waren, dass die anfallen. Und da dachte ich mir, nehme ich euch noch mit. Denn beim nächsten Mal würde ich dann einfach straight Richtung Sieg gehen, würde ich sagen. Es kommt nicht mehr viel. Ich denke, auch Kriege werden jetzt kaum noch ausbrechen. Es könnte noch sein, dass mal irgendwann Weltkrieg ausbricht. Aber dadurch, dass die Phönizier, die Ägypter, achso, und die Nubier und... Wer war es noch? Die Nubier und noch irgendwer haben dann auch nochmal den Osmanen den Krieg erklärt. Achso, die Osmanen können sich selbst den Krieg erklären. Ich bin etwas weit ab vom Schuss. Wer war denn das? Nubier und... Es könnte sein, dass die Skythen gemeinsame Sachen mit den Nubiern gemacht haben. Weil, ich weiß nicht, was die Skythen sich dabei gedacht haben. Auf alle Fälle, die Osmanen führen mit 4 Leuten Krieg. Und ich glaube, dann ist ein Weltkrieg auch nicht mehr so wahrscheinlich, weil es da halt schon einen Krieg gibt. Und die werden den erstmal zu Ende führen. Vielleicht wird noch irgendwo ein anderer Krieg führen. Aber es ist nicht so, dass solange Frieden ist, alle untereinander irgendwie durch Bündnisse schließen, dann einer den Krieg erklärt und alle anderen irgendwie mitziehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das sollte schon passen. Kulturtechnisch muss man noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wissenschaftssieg her, da haben die Skythen und die Inder mittlerweile den ersten Satellitenstart hingelegt. Schwierig. Das heißt, sie sind auf alle Fälle vor uns, auch wenn sie forschungstechnisch erstmal hinter uns sind und teilweise sogar ziemlich deutlich. Ich glaube, wir sind mittlerweile 5 Technologien im Voraus. Und wenn wir den großen Wissenschaftler bekommen, sind wir uneinholbar voraus. Aber nichtsdestotrotz, die haben es hingekriegt, Raumwaffenbezirke zu bauen. Und die haben viele Raumwaffenbezirke. Das heißt, die werden vermutlich auch Richtung Wissenschaftssieg gehen und das vor uns auf die Reihe zu kriegen. Ja, ich habe nur einen Raumwaffenbezirk und noch nicht mal den ersten Satellitenstand. Wird also schwieriger, aber potenziell, wenn ich als Erster anfangen kann, kann ich vielleicht auch das Ganze als Erster zu Ende bringen. Von daher, Satellitenstart, schön und gut. Mondlandung wird jetzt interessant. Und ich hoffe einfach mal, dass wir bei Flug Richtung Alpha Centauri die Ersten sein werden. Gehe zumindest davon aus. Alles andere würde in einen Verlust des Spiels hindeuten und das wäre ein bisschen bitter. Schauen wir mal. Ansonsten, was gibt es sonst noch zu erzählen zum Ende? Eine Sache wollte ich noch erzählen. Und das war... steht auf meinem Zettel nicht drauf. Na gut. Ich weiß es nicht mehr. Was wir hier sehen, ist zum Beispiel auch die Phönizier kommen jetzt hierher und wollen ihre Religion weiter verbreiten. Und das sind die einzigen, die uns beim Religionssieg noch irgendwie dazwischen klatschen können, wobei niemand auf den Religionssieg gehen wird, glaube ich. Dafür ist zu viel Zeit vergangen. Aber so ist das. Mit den Gesandten läuft es mittlerweile auch richtig gut. Da kommen wir ordentlich vorwärts. Ah, jetzt kommen wir zum Ende. Dann zeige ich nochmal kurz alle Siegarten. Die Iglusik, wie gesagt, die Osmanen sehr schwierig. Religionssieg wird niemand eingehen. Kultur, ja, da gibt es Leute, die es ordentlich vorantreiben, aber das wird schwieriger. Der Wissenschaftssieg, da können sie uns halt noch voll reinkeilen. Und da habe ich auch mal die Punkte nachgeschaut. Die Kinder sind enorm stark. Was auch immer die da auf dem Gebiet gemacht haben, die sind enorm weit, die sind enorm gut ausgebaut und allen drum und dran. Und ja. Aber so ist das. Folge vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal.